Schön, dich bei Christen im Beruf heute begrüßen zu können. Mein Name ist Luis Blanco und ich leite das Team von Christen im Beruf in München. Sicherlich fragst du dich, ja, was werde ich bei Christen im Beruf erleben? Auf jeden Fall wirst du lebensveränderte Berichte von Menschen erfahren, die ihren Weg mit Jesus Christus gehen. Und du wirst feststellen, das ist kein Einzelfall, was sie erlebt haben in ihrem Leben. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann werf doch einen Blick auf unsere Internetseite von www.christenimberuf.de und dort kannst du erfahren, wo und wann die nächste Veranstaltung stattfindet und vor allen Dingen auch wo in Deutschland. Wir sind in fast 80 Städten vertreten. Also ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall. Gleichzeitig veröffentlichen wir auf YouTube unsere Beiträge. Wenn du keine dieser YouTube-Beiträge verpassen möchtest, dann kannst du unseren Kanal abonnieren und wenn dir der Vortrag gefällt, dann kannst du durch ein Like uns ein Zeichen geben, dass es dir gefallen hat. Und wenn dir unsere Arbeit gefällt, kannst du ja uns finanziell unterstützen. Die Angaben unserer Bankverbindungen siehst du gleich unten am Bildrand von unserem Video, beziehungsweise auch auf unserer Internetseite von Christen im Beruf sind diese zu finden. Ja, ich freue mich, dass ich den heutigen Gast begrüßen kann, den Ludwig Meyer. Schön, Ludwig, dass du heute Zeit gefunden hast, heute bei Christen im Beruf dabei sein zu können. Hallo Luis, danke für die Einladung. Gerne. Ja, Ludwig, unsere Gäste kennen dich nicht, deswegen würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und bei der Gelegenheit erzählst, wie und wo du aufgewachsen bist. Ja, meine Biografie kurz. Ich werde 56 Jahre, ich bin als zweites von drei Kindern aufgewachsen, in einer sehr ländlichen Gegend im Landkreis Dreieck Freising, Landshut, Ehring. Bin da zur Schule gegangen, habe da Ausbildung gemacht. Ja, bin jetzt verheiratet mit meiner wunderbaren Frau, der Susi. Ja, soweit, denke ich, das sind die Eckdaten. Vielen Dank. Jetzt wissen wir schon, wie alt du bist, dass du verheiratet bist und wo du lebst. Ja, Ludwig, im Vorgespräch, da hattest du mir gesagt, dass in jungen Jahren du ein Gottesbild hattest. Wie genau war das denn und durch was war es so geprägt? Ich denke, mein Gottesbild ist relativ verbreitet gewesen zu der Zeit in meiner Gegend. Ich bin, wie gesagt, in ländlicher Gegend in Bayern, mitten in Bayern aufgewachsen. Ich bin als Kind getauft worden, habe Erstkommunion erlebt, dann Firmung. Ich würde sagen, meine Eltern waren zwar hinter dem Ganzen gestanden, waren aber jetzt keine regelmäßigen Kirchgänger. Und es war relativ typisch, dass man so im Laufe des, nach der Firmung mehr oder weniger sich ausklingt. Weil ich schon sagen möchte, das Gottesbild, das mir so vermittelt wurde, ist, ein Gott, der sehr fern ist, der sehr streng ist, der sehr genau schaut, wenn man Fehler macht und eigentlich nur darauf wartet, wenn man Fehler macht, dass er einen mit Missachten oder mit sonstigen Bestrafungen droht oder kommt. Das war so die Basic in etwa meines Glaubenslebens, wenn man das so nennen kann. Jetzt habe ich ja von dir erfahren, dass in deiner Jugend, in deiner Schulzeit waren so deine Lieblingsfächer Sport und Englisch. Und Sport hat ja letztendlich dein Leben sehr stark geprägt. Was hat dich denn so an den Sport fasziniert? Es ist so, da wo ich aufgewachsen bin, ist ein kleiner See, der jetzt Aquapark heißt. Und der war gleich hinterm Haus. Und es war die Zeit, wo Windsurfen so in den Haushalten Einzug genommen hat und es gab damals eine Zeit, wo jeder zweite ein Surfbrett am Dach hatte und da bin ich so reingekommen und da eben diese ganze Windsurf-Szene aus den Landkreisen sich bei uns am See versammelt hat und mein Vater auch begeistert war vom Windsurfen, bin ich da reingekommen und es war eine sehr starke körperliche Erfahrung, aber auch sich selbst erfahren und einmal ein Ausbruch aus, sage ich mal, der Enge dieses ländlichen Raumes oder dieses sozialen Gefüges, das damals so in meinem Umfeld, es war dörflich, es war ein bisschen Landjugend, wie man sich das so vorstellt, es war ein bisschen eng und dieses Windsurfen war so eine, hat eine Weite gebracht, die mir sehr gut getan hat für mein Inneres.
Ja, und dieser Sport, also speziell Windsurfen, verbindet man ja sofort geistig mit Hawaii, tollen Wellen und so weiter und auch einen sehr lockeren Lebensstil. Wie hat dieser Einfluss auch, sag mal, dein Lebensstil in der Form beeinflusst? Also wie sah so dein Feierabend aus? Und vielleicht vorweg mal, ja, es hat mich sehr stark beeinflusst. Eigentlich, ich habe so die klassische Leiter vom Baggersee nach Hawaii tatsächlich mit einem guten Kumpel gemacht. Und zwar vom Baggersee, dann irgendwann mal Ausflüge am Wochenende am Gardasee. Dann ging es irgendwann mit Flugreisen los auf die Kanaren oder Reisen an die Nordsee. Aber das Endziel war dann irgendwann natürlich, man musste nach Maui, Hawaii, da haben die großen Wellen da. Ist die ganze Surfszene beheimatet. Das ist eigentlich so wie für einen Tennisspieler Wimbledon oder für Formel 1 Monaco. So hat man als Windsurfer Hawaii als das große Ziel vor Augen und da haben wir alles dafür getan. Und dann letztendlich haben wir da auch insgesamt knapp ein Jahr geblieben. Bin dann allerdings wieder zurückgekommen, musste ja Geld verdienen. Um die Frage, ja, Feierabend. Wie gesagt, in den Es hat sich so abgespielt, dass man dann eigentlich an die Wochenenden immer irgendwie am Gardasee oder so waren. Unter der Woche hart arbeiten, Geld verdienen, relativ diszipliniert leben und am Wochenende eben am Gardasee oder sonst wo. Und wenn das nicht der Fall war, halt alternativ Party machen. Wie gesagt, die Surfszene bei uns war sehr groß, lebendig. Da war dann zu Hause immer irgendwo eine Party oder in einem Club hat man sie drauf, da war immer Action geboten und dementsprechend ein lockerer Lebensstil, auch mit Alkohol verbunden, ist dann irgendwie zum Normal geworden. Also bei diesen Partys ist nicht nur Wasser geflossen, sondern auch Alkohol. Und ich sage mal, wenn man in ländlichen Gebieten lebt, dann ist ja mehr oder weniger das Auto ja ein Muss, um sich voran zu bewegen. Bist du dann auch hin und wieder alkoholisiert mit dem Auto gefahren? Anfangs nicht, aber irgendwann war es dann doch so, dass man mal eine Mitfahrgelegenheit verpasst oder aus irgendeinem Grund immer gibt es ein erstes Mal, wo man natürlich ganz genau weiß, von der Fahrschule her, Autofahren und Alkohol geht nicht zusammen. Aber man muss sagen, es gibt ein erstes Mal, man hat ein ungutes Gefühl, dann gibt es ein zweites Mal. Und ein drittes Mal, dann wird das Gefühl schon gedämpft. Und so hat sich diese Hemmschwelle immer mehr runter reduziert. Okay, gut, das werde ich dann kurz dann ausschneiden. Also, weil da bin ich nicht drauf gesprungen. Ja. Okay, gut. Das heißt aber auch dann, genau, so zack, dann fangen wir an. Ja. Also, und dann eines Abends ist förmlich, wie man es im Volksmund sagt, das Fass übergelaufen. Und da gab es dann zu einem tragischen Unfall. Was ist an diesem Abend genau passiert? Was kannst du uns davon erzählen? Das war der Geburtstag meiner Freundin und ich war im Sportverein in der Weihnachtsfeier. Ich habe auch noch Tischtennis gespielt zu der Zeit. Und in der Weihnachtsfeier ist wieder reichlich Alkohol konsumiert worden, Bier, ein bisschen Schnaps. Feigling war damals so eine Party, Schnaps. Und da meine Freundin hat was mit einer Bekannten ausgemacht, sich zu treffen und ich eben in die Weihnachtsfeier zu gehen. Und dann haben wir geplant, dass wir uns so um 11 oder so in Landshut Lokal treffen. Und so ist gekommen, dass ich nach dem Feiern ins Auto gestiegen bin. Hab damals, das war nämlich auch, schnell Autofahren war auch nur eine Leidenschaft von mir. Und bin ins Auto gestiegen, schweres Fahrzeug, und bin in Berghofen Richtung B11 gefahren und dann auf die B11 und dann Vollgas eigentlich, kann man sagen. Ich würde sagen, wirklich, ich habe mich in eine Atmosphäre begeben, die
die wusste, die ist Danger, die kann wirklich ins Auge gehen. Aber es war irgendwie so ein Gefühl zwischen Coolheit, sich in eine andere Atmosphäre begeben, in was reinbegeben, was vielleicht auch gefährlich ist. Das war alles so mit dabei in diesem Mix. Und während ich eben Vollgas fahre, habe ich irgendwie so einen hellen Moment. Und es war so, wie wenn ich zu mir selber sage: Ludwig, was du machst, das ist gefährlich. Das kann, das wird früher oder später schief gehen. Wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann wird es ein böses Ende nehmen. Und während ich das so bei mir denke und ich war in Gedanken irgendwie gar nicht auf der Straße, dann denke ich den Gedanken zu Ende, bin wieder auf der Straße und sehe vor mir ist ein langsam fahrender PKW. Ich mache eine Vollbremsung, kann allerdings durch die hohe Geschwindigkeit Auffahrunfall nicht verhindern. Ich fahre also auch das Fahrzeug vor mir auf und es kommt von der Straße ab und fährt nach rechts in den Graben rein. Dann komme ich dahinter zum Stehen und steige aus. Und ich muss sagen, ich war wie auf von einer Sekunde auf die andere hellwach, war vielleicht Schockzustand, aber ich kenne so, also dieses von einem Moment auf den anderen so umschalten und so präsent sein, kenne ich eigentlich nicht. Ich war im extremen Funktionsmodus. Ich habe sofort die Unfallstelle abgesichert, habe die nachfolgenden Warnblinkanlage, die nachfolgenden Autos alarmiert. Sie sollen unbedingt sofort Krankenwagen, Polizei, alles organisieren. Und als das alles am Unfallort erledigt war, bin ich zu dem verunfallten PKW gegangen und sehe, dass auf der Beifahrerseite ein Mann aussteigt und rüber geht zur Fahrerseite und beugt sich da rein. Und ich gehe hin zu dem Mann und sage, ich bin Ihnen aufgefahren, ich habe schon alles organisiert, kann ich irgendwie helfen? Der Mann dreht sich um zu mir und sagt, nein, Sie können nicht helfen, das ist meine Frau, die ist tot. Wie du diese Schocknachricht erfahren hast, da kann ich mir vorstellen, da ist ja förmlich eine Welt zusammengebrochen. Hattest du in dem Augenblick Angst dann über deine Zukunft oder wie hast du nach dieser Nachricht reagiert? Ich war im absoluten Ausnahmezustand, muss ich sagen. Mir hat es tatsächlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich wusste irgendwie, mein ganzes Lebensgebäude ist in dem Moment zusammengebrochen. Also ich wusste eigentlich, da ist jetzt nichts mehr zu erwarten. Da ist jetzt alles kaputt. Da ist mein soziales Leben. Alles, was ich mir so vorgestellt habe, was noch passieren sollte im Leben, ist gestorben in diesem Augenblick. Und ich wusste, ich habe unwiederbringlich jemanden, da ist jemand zu Tode gekommen. Ich war zutiefst erschüttert über mich selbst, dass ich das war. Und ich war völlig hoffnungslos und ich wollte, dass mich niemand sieht. Ich hatte Angst, dass mich jemand sieht. Erstmal bin ich so über mich selbst erschrocken, war so erschüttert und wollte, dass mich niemand findet, dass ich einfach in den Wald reingegangen bin. Da war ungefähr 200 Meter rechts vom Unfallort, war dann ein Waldstück, ein größeres. Und bin dann Richtung Landshut geirrt, mehr oder weniger. Wie gesagt, dann habe ich gehört, eine Hundestaffel kommt immer näher, Hundegebell. Habe auch schon aufleuchten sehen, so Suchscheinwerfer. Aber irgendwie haben die dann auch wieder abgedreht. Also scheinbar war die Spur nicht stark mehr oder was ist. Man muss sagen, es war 6. Dezember, es hat Schnee gehabt, es war so kalt. Dann ist tatsächlich ein Suchhubschrauber gekommen. Damals gab es allerdings noch nicht so Wärmebildkameras, aber der ist direkt über mir gekreist und ich habe mich halt unter einem Baum versteckt, also hinter einem Baum. Und der ist dann noch so nach 5 oder 10 Minuten auch wieder weg. Und ich dachte mir nur auf dieser Lichtung,
Die würde am liebsten im Erdboden versinken. Wenn sie die Erde auftun würde und würde mich verschlingen, wäre mir gerade recht gewesen. Bin dann weiter geirrt, bin dann nach Landshut zu meinem Kumpel, zu meinem guten Freund. Der hat dann gesagt, mein Vater hat schon angerufen bei ihm und wenn ich zu ihm komme, ich soll zur Polizei gehen. Ich muss mich dem Ganzen stellen. Habe ich gesagt, ja, okay, machen wir das. Es war dann inzwischen circa 2:30 in der Früh oder so. War durchgefroren, dann sind wir zur Polizei gegangen, ja. Ja, und dann hast du, sag mal, festgestellt, dass es wirklich eine sehr verzwickte Situation war. Das ist das eine. Wie wurdest du dann auch in der Öffentlichkeit behandelt? Weil du hattest ja aus dem Unfall, hattest du ja ein Schleudertrauma erlebt. Wie waren die nächsten Tage um dich bestellt? Ja, gleich mal nach dem Polizeibesuch sind wir heim zu mir in die Wohnung. Ich war ja fix und fertig und hoffte mal zu schlafen. Mein Kumpel ist dann mitgegangen, die Polizei hat gesagt, da muss jemand dabei sein, da ist Selbstmordgefahr. Also die ersten Nächte darf man da nicht allein verbringen in der Wohnung. Dann ist der mitgegangen. Und am nächsten Tag in der Früh, sehr früh, ich habe vielleicht 2, 3 Stunden geschlafen, bin ich aufgewacht. Und mein erster Gedanke war, hoffentlich ist das nur ein Albtraum. Hoffentlich ist das nur ein serialer Albtraum gewesen. Weil das, wenn wahr ist, dann war es das mit meinem Leben im Prinzip. Und habe mich dann wirklich körperlich, ich habe mich gezwickt an den Armen, bis Blut hervorgeworfen ist. Zwickt es mich, glaube ich, dran. Ich habe gehofft, es ist nur ein Traum. Dann habe ich aber gesehen, die Jacke, die bei mir an der Garderobe gehängt ist, die ich am Tag davor angehabt habe, da ist Blut drauf, weil als ich mich in das Auto reingebeugt habe, bin ich mit dem Blut in Berührung gekommen und habe gesehen, da ist Blut an meiner Jacke und wusste, es ist kein Traum. Ja, bin dann eben ins Krankenhaus gekommen, 2 Tage drauf, wegen Schleudertrauma. Es gab über die Medien starken Druck, also ich bin sofort als Wahnsinnsraser durch die Abendzeitung gegangen. Bildzeitung war die Schlagzeile und es war ein bisschen eine Hetzjagd, würde ich schon sagen. Auch der behandelnde Arzt, der hat mich gesehen, der hat die, man muss dazu sagen, die verunfallte Person war Ärztin, die Chefin des Kinderkrankenhauses in Landshut und ihr Ehemann war der leitende Unfallchirurg im Achdorfer Krankenhaus, also überaus bekannte Persönlichkeiten und sehr angesehene Persönlichkeiten. Und das war natürlich dementsprechend so, dass auch der behandelnde Arzt, der mich behandelt hat, der hat mich angeschaut und hat gesagt, ich habe die Dame gekannt, ich wünschte, sie wären an ihrer Stelle tot. Und ich bin nur da gestanden wie ein begossener Puten und habe gesagt, ja, ich verstehe das. Aber es hat mich natürlich hart getroffen. Dann gibt es die Leserbriefe in den Zeitungen, Landshuter Zeitung, da waren sehr viele Leserbriefe, die wirklich mir hart an die Bandagen gegangen sind. Also wirklich mit harten Worten, mit sehr verurteilend. Und ich war eh schon klein zusammengefaltet und mit diesen Briefen bin ich einfach auf Null gesunken, würde ich mal sagen. Und genau auch in einem dieser Leserbriefe gab es dann einen Leserbrief, der, sagen wir mal, eine ganz andere Botschaft in sich hatte und die dich, sagen wir mal, so ein bisschen vom Boden hochgehoben hat. Was genau war denn da geschrieben? Ja. Das war sehr interessant. Ich muss sagen, den Leserbrief hat der Bekannte von mir reingetan. Und ich habe die vom Sportverein gekannt. Und die hat mit der biblischen Geschichte das Ganze skizziert. Und zwar gibt es die Geschichte, wo Jesus, da wird eine Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt, quasi von den Gesetzeslehrern und Pharisäern. Und die bringen die Frau zu Jesus und sagen, sag uns, was sollen wir mit ihr tun? Weil das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Und das hat mich tief berührt oder auch getroffen, weil das auf einmal mir ein ganz anderes Bild von Gott gegeben hat. Da ist jemand, der wirklich auch was getan hat, das nicht in Ordnung ist und wird auch noch von allen Menschen zur Verantwortung gezogen und eigentlich gerichtet. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. In der Geschichte geht es ja dann so weiter, dass einer nach dem anderen, sie hatten die Steine ja schon aufgehoben, dass einer nach dem anderen den Stein fallen ließ und weggegangen ist. Und Jesus sagt dann, wo sind deine Verkläger? Sie sind weg. Und Jesus sagt, wenn sie dich nicht verurteilen, ich verurteile dich auch nicht. Und diese Geschichte hat mir irgendwie auf einmal von diesem zürnenden, strafenden Gott auf einmal eine Brücke gebaut zu einem Gott, der Schuld vergibt, der Schuld nicht anrechnet und sogar jene in Schutz nimmt, die von anderen verurteilt werden. Und das hat mich sehr tief ins Nachdenken gebracht über das, was ich bisher über Gott gedacht oder geglaubt habe. Es war ja eine Zeit, wo du einen enormen Druck von draußen verspürt hast und dann hast du zumindest so eine hoffnungsvolle Botschaft oder Nachricht gelesen, aber du hast ja förmlich nach jedem Strohhalm gegriffen, der dir helfen sollte. Was hast du alles ausprobiert? Ja, definitiv. Ich war natürlich, wie gesagt, ich war total innerlich erschüttert in meinem Selbstbild oder Selbstbewusstsein oder Gedanken überhaupt über Funktionieren der Welt oder so. Ich habe versucht, natürlich nur einigermaßen durch Arbeiten mich über Wasser zu halten, aber es war dann so, dass ich relativ schlecht geschlafen habe und ging los, dass ich vielleicht bis um 3 Uhr in der Früh durchschlafen konnte, dann bin ich aufgewacht und es war sofort dieses Schuldgefühl, dieses Schuldbewusstsein da. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Ich habe dann, ich arbeite 9, 10 Stunden am Bau, komm heim, iss was, schlaf, dann wachst du irgendwann um 2 auf, kannst nicht mehr schlafen. Ich habe abgenommen, ich habe insgesamt 10 Kilo verloren oder so und habe in der Zeit natürlich nach irgendwelchen Lösungen, Antworten und Hilfen gesucht, habe dabei mit Yoga, mit autogenem Training versucht, irgendwie mich zu normalisieren oder stabilisieren. Ich bin zur Psychologin gegangen. Ich habe sogar Runen-Yoga, also das sind so okkulte Machenschaften, wo man sich mit Steinen und Knochen auch ein bisschen die Zukunft sagen lassen kann und solchen Dingen mich eingelassen, zu der Zeit Problem war. Die haben vielleicht für kurze Zeit eine gewisse Veränderung oder Linderung in Anführungszeichen gebracht. Aber jedes Mal, wenn ich in der Früh aufgewacht bin, wusste ich, die reale Schuld kann so nie weggenommen werden. Und dementsprechend bin ich eigentlich von einer Sache zur anderen gehetzt, ohne irgendwie, ich wusste, das trägt nicht. Das war ganz klar dann. Und dann kam ja, was kommen musste, mehr oder weniger das Gerichtsverfahren. Und du wurdest seinerzeit dann für ein Jahr Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt und bist letztendlich von einem Augenblick zum anderen, ja, sagen wir mal, ins Gefängnis gekommen, mit all deinen Problemen, die du da im Gepäck hattest. Wie war es für dich dann so in dieser Enge? Zuerst mal muss ich tatsächlich sagen, dass sie mit der gewissen, hört sich blöd auf, Freude die Gefängnisstrafe angetreten habe, weil ich mir dachte, das ist jetzt so eine Art Sühnung. Also ich bekomme jetzt so eine Art gerechte Strafe und habe dann danach wieder irgendwie eine Perspektive. Und daher dachte man, es ist ja ein gerechtes Urteil, ist ja im Namen des Volkes. Es ist ein gerechtes Urteil und wenn ich das jetzt angehe, dann gibt es vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels. Von daher war ich gar nicht so traurig über das Gefängnis. Es musste ja eigentlich so kommen. Aber die Frage nach dem gibt's, ich wusste ja, es gibt ja keine Wiedergutmachung im eigentlichen Sinne, weil ein Menschenleben ist ja unwiederbringlich ausgelöscht. Das wusste ja. Es kann nur irgendwie
im Namen des Volkes ein Ausgleich sein. Aber das Ermessen, das wusste ich, da ist was kaputt, das nicht reparabel ist. Und das hat mich weiterhin sehr belastet. Also das heißt, dass dann auch von diesen Schlafstörungen, von dieser, sagen wir, diese Unruhe und etc., das hatte ich in der Zeit auch enorm begleitet im ja. Gefängnis. Ja, jetzt heißt ja der Titel unseres heutigen Treffens, mir ist vergeben oder du hast Vergebung erfahren. Erzähl uns doch mal, was es mit diesem Brief deines Freundes an sich hat. Ja, es ist so, dass parallel quasi zu meinem Unfall ein guter Freund von mir, der ehemals Windsurf-Wreck war, aber dann aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr ausüben konnte, der ist dann in Drogen abgerutscht. Vielleicht da ein bisschen, um das zu kompensieren. Und es war die Zeit der Technos, Techno-Partys, der großen Raves und der Ecstasy und sonstigen Pillen und Drogen. Und der ist damals, hat einen Freund mitgenommen auf eine Rave, der hat seine erste Ecstasy-Pille genommen und im Drogenrausch hat sie der dann vom 7. Stock im Krankenhaus gestürzt und Selbstmord begangen. Und mein Freund, der eigentlich vorher auch immer locker drauf war, der war völlig am Ende. Und ich habe das live mitgekriegt und habe aber dann gesehen, auf einmal, der hat sich verändert. Da ist was, wenn ich ihm in die Augen schaue, da ist Hoffnung, da ist Freude, da ist Frieden, sage ich jetzt mal. Und das war mir nicht erklärbar, weil ich kannte das vorher und nachher. Und das war ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht bei ihm. Und er sagt, Ludwig, du brauchst Jesus. Und ich habe keine Ahnung. Das ist so ein flapsiger Spruch, wie du brauchst Jesus. Aber er hat mir dann in Briefen, die er mir immer wieder geschrieben hat, genaueres erklärt, was das bei ihm auf sich hat und was er auch glaubt, dass für jeden Menschen wichtig ist. Und er hat mir einen Bibelvers geschrieben, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und dieser, sage ich mal, sehr prägnante Satz, der mit einer Aufforderung verbunden ist, den habe ich gelesen, nachdem ich war Freigänger, bin dann abends heimgekommen, habe von der Gefängnisleitung diesen Brief bekommen. Und dieser Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben, der hat mich den ganzen Abend nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann zu der Zeitpunkt eine Einzelzelle und um 10 Uhr ist immer Einschluss, um 11 Uhr geht automatisch das Licht aus und ich lege mich um 10 Uhr hin, sinniere die ganze Zeit über dieses Wort noch und um 11 Uhr geht das Licht dann aus und ich dachte mir, ich habe alles probiert, was mir so im Natürlichen einfällt, mit Yoga, mit autogenem Training, mit Psychologie. Aber wenn Jesus, und er behauptet ja, Jesus behauptet, er ist Gott, und wenn er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben, dachte mir, die Aufforderung, kommt her zu mir, das ist ein aktives Kommen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe eigentlich keine andere Wahl oder Chance mehr gesehen irgendwie. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt. Ich komme jetzt zu Jesus und sage ihm, wie es bei mir ausschaut. All dieser Schmerz, diese Schuld, diese Katastrophe, all dieses Dilemma, eben meine Verwandten und so, das haben ja mitgelitten. Ja. Man muss ja sagen, es ist ja nicht nur mein persönliches Schicksal, es gibt ja andere Menschen, die auch mit betroffen sind, die Unfall vom Opfer, die Angehörigen und alles, das hat mir alles so runtergezogen. Und ich habe einfach gesagt, Jesus, wenn es dich gibt und wenn du derjenige bist, der du behauptest, und wenn es dir möglich ist, dann komm jetzt in mein Leben und offenbare mir mal, ich kenne dich nicht. Und dann ist was Unglaubliches passiert. Ich muss sagen, es war 15. Februar
vielleicht 2 Grad beim Tag, -1 bei der Nacht, neblig, Eis, raureif, reif. Und Zellenfenster war gekippt für Frischluft. Und als ich diesen, sag jetzt mal, Gebet, nach meinen Worten beten, habe ich nicht mehr so richtig am Schirm gehabt. Einfach das, was aus meinem Herzen gekommen ist, zu Gott geschrien habe, ist über dieses Zellenfenster eine Flut von Wärme und Liebe Gottes in den ganzen Raum und hat die Zelle um meinen ganzen Körper überströmt und überflutet. Und es ist ein Friede tatsächlich über mein ganzes Inneres, über meinen Körper, aber auch über mein Bewusstsein gekommen. Und ich wusste in dem Augenblick automatisch, ich bin am Ziel, ich bin bei Gott, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Und es war so, wie wenn mein ganzes Leben, wie wenn ich so eine Nussschale, die am Ozean treibt, ohne zu wissen, dass es einen Hafen gibt. Auf einmal sehe ich den Leuchtturm und da ist der Hafen und ich komme nach Hause und weiß, da ist mein Hafen, da gehöre ich hin. Und das war in dem Moment sonnenklar. Und der Friede und diese Wärme, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und du konntest dann auch, glaube ich, nach langer Zeit mal endlich wieder gut schlafen, ne? Ich habe im Prinzip gefühlt das alles nachgeholt, was vor allen Dingen mit einer tiefen Entspannung, also nicht mit einem weiteren Spannungsgefühl, wo man vielleicht am während dem Schlaf, Menschen, man kann ja auch im Schlaf noch Spannung haben, aber ich habe geschlafen und war ausgeruht, ich war tief entspannt innerlich, ja. Und es war jetzt nicht eine Sache, die ein Tag angehalten hat, keine 2 Tage, keine 3 Tage, sondern es war in dem Sinn, ab diesem Augenblick, wo du diesen Entschluss in der Zelle getroffen hast, hat sich da eine zweite Chance aufgetan. In dieser Glückseligkeit, die du da empfangen hattest, diesen Frieden, von dem du da gesprochen hast, du warst ja zu dem Zeitraum, hattest du ja auch Freigang und hast dann deinen Beruf als Maurer gearbeitet. Und da habe ich gehört, da konntest du teilweise diese Glückseligkeit, diese Freude, die du da hattest, konntest du nicht zurückhalten. Was genau hast du denn da gemacht? Ja, ich habe auf einer Baustelle gearbeitet und die war schon relativ fertig. Die Räume waren schon fast fertig alle. Es waren eigentlich nur noch so Kleinarbeiten zu machen. Und es war so, dass ich alle Viertelstunde bin ich in einem 20 Minuten bin ich einfach in so einen Nebenraum verschwunden und bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Halleluja, Halleluja. Ich wusste ja gar nicht, was das heißt. Das ist, aber die Bibel sagt tatsächlich, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Mhm. Und ich habe nur nur Halleluja geschrieben. Später hat mir jemand gesagt, das heißt, Ehre sei Gott, preist Gott so. Und das ist aber einfach so aus mir rausgesprudelt. Und ich war einfach nur voller Dank und voller Freude. Und ich habe dann auch, durch das, dass ich ja neu im Gefängnis war, habe ich ja angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann gibt es ja eine Bibelstelle, wo Paulus sagt, wenn jemand von Neuem geboren ist, dann ist ein Christus geboren und das Alte ist vergangen. Mhm. Und siehe, Neues ist geworden. Ich bin buchstäblich ein neuer Mensch innerlich geworden. Ich habe auf einmal Dinge gesehen, ich habe geistlich Dinge wahrnehmen können. Ich habe vorher nur auf das Sichtbare geschaut, aber plötzlich war mir völlig klar, es gibt eine geistliche Dimension, und zwar eine gute und eine schlechte. Es gibt, das war wie, wenn ich jetzt mal so sage, früher in Hawaii, da bin ich auch über die Wellen gesurft und ich wusste ganz genau, wie die Wellen da oben sind und wie das mit dem Wind funktioniert. Als ich dann verheiratet war, habe ich mit meiner Frau dann nochmal eine Reise hingemacht und wir haben zum ersten Mal an derselben Stelle geschnorchelt. Und wir sind unter das Wasser getaucht. Und da hat sie eine völlig neue Dimension von Farben, von Korallen, von Fischen, von einer völlig neue Dimension aufgetan. Und so ähnlich würde ich jetzt einmal sagen, ist mein altes Leben, wo ich nur noch im Sichtbaren und noch im Oberflächlichen gelebt habe, bin ich auf einmal in eine Dimension reingeführt worden, dass es ein geistliches Leben ist und dass wir Menschen geistliche Wesen sind und dass wir mit dem Himmel kommunizieren können und dass wir auf einer gefallenen Erde leben
wo, sage ich mal, Mächte, die nicht gut sind, für uns versuchen, Einfluss auf uns zu nehmen und wir die Dinge alle im Hintergrund ablaufen und dass es tatsächlich zwei Mächte gibt, die kämpfen gegeneinander. Das ist auf der einen Seite das Reich Gottes und seine Gefolgschaft, die Engel, aber auf dieser Welt, wir leben tatsächlich und wir brauchen nur um uns schauen, es gibt Krieg, es gibt Hungersnöte, es gibt Krankheit, es gibt Tod, es gibt Schmerz, es gibt Hass, Eifersucht, Neid, Mord, Ehebruch. Wir sehen das täglich, aber es gibt einen Urheber und eine Armada, die hinter diesem Ganzen steckt, und das ist tatsächlich der Teufel. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist mir völlig klar geworden, es gibt eine geistliche Dimension. Und wenn man zum Leben erweckt ist in Christus, dann bekommt man eine Sicht und einen Blick für diese Dinge. Jetzt in dieser Zeit hast du ja sicherlich versucht, mit dem Ehemann des Unfallopfers in Kontakt zu treten. Was ist dabei rausgekommen? Ja, es war natürlich dann irgendwann so, die Bibel sagt uns ja, ich habe dann die Bibel gelesen und Jesus sagt ja, soweit an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Und wo Vergebung nötig ist, da muss man um Vergebung bitten. Und ich wusste, es ist jetzt Zeit, diesen Ehemann, der ja zurückgeblieben ist, um Vergebung zu bitten für das, was passiert ist. Habe dann einen dreiseitigen handschriftlichen Brief verfasst, wo ich ihm gesagt habe, wie sehr mir das leid tut, wie sehr ich mir wünsche, dass ich das rückgängig machen könnte, das leider nicht tun kann, aber dass ich von ganzem Herzen Vergebung bitte und auch seine Familienangehörigen und dass es mir so, so leid tut. Und dass ich aber hoffe für ihn, dass er noch irgendwie Qualität im Leben hat, sage ich jetzt mal, dass er noch eine Perspektive hat und über den Schmerz irgendwie hinwegkommt. Ja, das habe ich dann, das habe ich so als meine, das ist jetzt zu tun, wenn du Christ bist, empfunden, ja. Aber eine Antwort darauf hast du nicht bekommen. Das Einzige, was du dann erfahren hast, ist, dass er zum späteren Zeitpunkt sich dann wieder geheiratet hat, ne? Genau so war es, ja. Wie gesagt, ihr habt empfunden, das ist das, was ihr jetzt tun solltet, tun kann und auch tun muss. Wie dann die Reaktion ist, ist ja jedem selber überlassen. Aber ich denke, es war dann soweit aus meiner Sicht okay. Okay. Ja, du bist ja in dem Sinne durch gute Führung 7 Monate, nachdem du ins Gefängnis gegangen bist, wieder freigelassen worden. Du sprachst ja vorher von einem aussichtslosen Leben, keine Zukunft, kein Fortkommen. Jetzt ist mehr oder weniger Jesus Christus in deinem Leben. Du hast Dinge getan, um sag mal, eine Versöhnung wieder herbeizuführen. Aber wie ist dein Leben weitergegangen? Wer ist jetzt dieser Ludwig Meyer hier und heute? Und was hast du denn mit dem Herrn alles erlebt? Ja, eigentlich enorm. Es war auch so, nachdem ich freigekommen bin, bin ich in eine christliche Gemeinde gegangen. Und das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass ich freiwillig in einen Gottesdienst gehe oder so, weil das war ja alles todlangweilig. Und jetzt kommt der Part mit Knien und der mit Stehen und so weiter. Und das war alles irgendwie so gekünstelt. Und da bin ich mit Freude, habe schon gewartet, wenn Sonntag wird, dass ich in den Gottesdienst gekommen. Und dann ist Lobpreis, wo das Herz aufgeht und wo man wirklich auch nochmal intensiver in Kontakt mit Gott kommt, in der Gemeinschaft mit Gläubigen. Und ich habe auf einmal gemerkt, es gibt ja ganz viele Christen bei uns in Landshut und das ist alles so ein spannendes, tolles, neues Leben. Und es ist insofern, hat sich da sehr viel getan. Und wie gesagt, ich dachte mir eben nach meinem Unfall ist, ich werde nie mehr wirklich befreit sein und einen freudigen Tag, wo ich nach Herzenslust lachen kann, unbeschwert sein und einfach den Tag genießen oder so. Und plötzlich war das wieder da. Ich konnte unbeschwert sein und ich wusste, ich konnte mich wieder freuen am Leben. Und ich hatte natürlich auch eine Dimension auf einmal in meinem Innern
es gibt ein Leben nach dem Tod, das wunderbar wird. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja nach dem Unfall eigentlich keinen Lebensmut mehr. Nur ich muss tatsächlich sagen, irgendwie wusste, nach dem Tod ist noch nicht das Ende. Aber so wie ich bin, in diesem Zustand, kann ich nicht zu Gott kommen. Da ist was dazwischen und ich weiß nicht, wie ich das überbrücken kann. Und allein diese Angst, die hat mich auch davor bewahrt, dass ich nicht irgendwie aus dem Leben scheiden wollte oder irgendwie, weil ich wusste, es gibt ein Leben nach dem Tod und man kann es auf zwei Arten verbringen. Ich muss sagen, das war irgendwie schon tief in mir drinnen. Ich wusste, der Tod ist nicht das Ende. Es kommt noch was danach und man kann es auf zwei Arten verbringen. Das war mir völlig klar und nun wusste ich, ich bin bei Gott. Und was kommt nach diesem Leben? Das ist wunderbar. Und das ist so eine Befreiung, weil der Tod natürlich auch irgendwo seine natürliche Autorität und Macht über die Gedanken und über das Leben verloren hat. Und eine große Lüge, die uns ja in dieser Welt verkauft wird. Und dadurch werden ja viele He Menschen gehetzt und ja, fast in Panik ge ge geschickt ist. Du hast ja nur dieses Leben. Und es ist ja letztendlich, wenn man es nur weltlich betrachtet, ist es so. Ja, aber so wie du es beschrieben hast, es gibt ja ein Leben nach dem Tod an das, was wir an Jesus Christus dann auch glauben. Ja, wie wir jetzt gehört haben, Ludwig, hast du ja in deinem Leben, sag mal, vieles erlebt, sowohl Schlechtes, Entmutigendes, aber du hast auch viel Liebe, viel Neues erfahren mit Jesus Christus und das hat sich ja dann auch in deinem Leben bemerkbar gemacht. Jetzt eine offene und ehrliche Frage an dich. Glaubst du, dass es ein Problem auf dieser Welt gibt, dem Gott gar nicht gewachsen ist? Glaube ich grundsätzlich nicht. Es gibt vielleicht Dinge, wo man denkt, wieso greift da Gott nicht ein? Aber dass es was gibt, dem Gott nicht gewachsen wäre, das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand was tun könnte, das die Tür zumacht für Gott. Weil jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also es gibt keine Schuld, die zu groß ist. Es gibt aber auch, das sagt die Bibel, es gibt keine Schuld, die zu klein ist, als dass Gott jetzt da großzügig drüber wegsehen könnte. Und die Bibel sagt uns, wenn wir von uns sagen, keine Schuld zu haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also auf der einen Seite, Gott ist ein absolut perfekter, heiliger Gott, in dessen Gegenwart nichts Unheiliges sein darf. Und das ist ja die große Botschaft. Der einzige Mensch, der je so gelebt hat, dass es Gott gefallen hat, das war Jesus Christus, der einzige Sohn. Johannes nennt ihn ja das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er hat ja eben diesen stellvertretenden Tod an meiner Statt erlebt, erlitten. Weil was würde es nützen, wenn ich für jemand in den Tod gehen würde, um ihn auszulösen? Ich bin ja auch nur ein Mensch, der fehlerhaft ist. Aber Jesus hat uns das große Geschenk gegeben, dass er ein perfektes Leben gelebt hat und sündlos als Versöhnung, als Sühnung für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. Und deswegen würde ich sagen, für Gott ist nichts unmöglich zu vergeben. Und da kommt wieder mein Motto, wo ich sage, erzähl nicht Gott, wie groß dein Problem ist, sondern erzähl deinem Problem, wie groß Gott ist. Und ich glaube, das ist auch in dem Zusammenhang eine Betrachtungsweise der Dinge. Und ich weiß nicht, was dich vielleicht in diesen Beitrag, den du vom Ludwig gehört hast, was dich vielleicht bewegt hat, was vielleicht dich berührt hat, wo vielleicht Fragen aufkommen. Wir haben ja in unserem Video immer wieder unsere Kontaktdaten eingeblendet, wo du dich mit uns in Verbindung setzen kannst. Aber nicht ich und der Ludwig wird dir helfen können, sondern du hast gehört, er hat einen Entschluss getroffen, so wie ich auch einen Entschluss vor vielen Jahren getroffen habe, mein Leben in Händen Jesu Christi zu geben, zu erkennen, dass ich fehlerhaft bin. Man sagt in der Bibel Sünde, ja, dass ich daran glaube, dass Jesus Christus für mich ans Kreuz gegangen ist, er sein Leben für mich gegeben hat, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist, dass er an der Rechten des Vaters sitzt und dass er der Herr und Heiland
meines Lebens ist. Und ich glaube, diesen Entschluss, so wie es der Ludwig und wie auch ich es in der Vergangenheit getroffen habe, hat dazu geführt, dass wir nicht mehr Geschöpfe Gottes sind, sondern dass wir zu Recht sagen können, wir sind Kinder Gottes. Und wenn du diesen Entschluss in der Art und Weise noch nie getroffen hast, dann würde ich dich bitten, tu es, nicht unserer Willen, nicht für den Ludwig, nicht für den Luis, sondern mach es zu deinem Herzensentschluss, dass du wirklich sagst, auf die Knie gehst und sagst, Herr, ich möchte dein Kind sein. Und wie du gehört hast, kann das durch ein kurzes Gebet, da brauchst du keine Form, sondern der Herr sieht in dein Herz hinein und er sieht, wie ernst du es meinst. Und in dem Zusammenhang möchte ich dem Ludwig recht herzlich danken, dass er offen und ehrlich über seine Erlebnisse, über seine Gefühle, über die Dinge, die er getan hat, so offen gesprochen hat. Und wenn ich dich noch um eins bitten darf, Ludwig, wenn du für die Menschen betest, die das zum ersten Mal, also diesen Entschluss, ihr Leben Jesus Christus zu geben, dass die es heute getan haben, beziehungsweise wenn die auch für die Menschen zu beten, die durch dein Lebensbericht berührt worden sind, wo sie vielleicht irgendwelche Verletzungen in sich gesehen oder erlebt haben, dass du für die Menschen nochmal betest. Da würde ich dir sehr danken. Gerne. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jeden Menschen, der zuhört und der erkannt hat, du allein bist Gott und du allein bist gut und du allein vergibst Sünde und kannst den Freispruch erwirken über unser Leben. Du kannst Vergebung geben. Ich bete ja, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und den Menschen erfüllst, der erkannt hat, er ist ein hilfloser, verlorener Mensch, der Gnade und Errettung braucht, der deine Liebe braucht, der deine Vergebung braucht, der Frieden im Herzen braucht. Frieden, der über diese Welt, über den Verstand, über die Dinge, die wir in dieser Welt gehen, sehen, hinausgeht. Vater im Himmel, ich bete, dass du kommst, ihn mit deinem guten, heiligen Geist erfüllst und deinen Frieden spüren lässt. Danke, Jesus, dass du am Kreuz den vollen Preis für jegliche Schuld, aber auch für jegliche Krankheit, für jeglichen Schmerz, für jegliches Gebrechen in voller Höhe bezahlt hast, sodass wir frei rausgehen. Amen. Amen. Ja, und wenn du noch Fragen an uns Christen im Beruf hast oder generell zu dem Vortrag noch etwas wissen möchtest, wie gesagt, die Kontaktdaten haben wir mehrfach eingeblendet. Wir werden sie noch im Schluss, werden wir sie noch mal zeigen und wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf eure Informationen, die ihr uns zukommen lassen möchtet. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.